Hallo liebe Kinder, es ist soweit. Der Sammy Klaus hat euch eine Weihnachtsgeschichte geschrieben und er euch jetzt... Moment, du bist mir ein schöner Klaus. Nicht der Sammy Klaus hat die Geschichte für euch geschrieben, sondern ich. Stimmt, der Sammy Klaus ist nämlich auch kein richtiger Sammy Klaus. Es ist der Marcel Huweiler, der Schriftsteller. Und er hat allen Goldauer Kindern eine Weihnachtsgeschichte geschrieben, als kleines Weihnachtsgeschenk. Ja, das stimmt. Aber der Sammy Klaus ist im Fall auch kein richtiger Sammy Klaus. Es ist euer Schulleiter. Und zusammen mit seinen Lehrpersonen hat er für mich, aus meiner Geschichte, einen Film für euch gemacht. Und wenn ihr gut aufpasst, dann wisst ihr am Schluss, warum der Rigi Peter an der Rigi oben so heisst. Und jetzt wünschen wir zwei Kleus euch ganz viel Vergnügen beim Zuschauen und beim Zuhören. Und dann schöne Weihnachtsferien und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Merry Christmas und viel Spass bei dieser Geschichte. Jedes Frühjahr, wenn der Schnee schmilzt, ist an der Rigi etwas Seltsames zu beobachten. Im Schneefeld der steilen Nordflanke erscheinen nebeneinander zwei riesengroße Felsflecken. Der eine sieht aus wie ein Mensch und der andere wie der Buchstabe P. Vor Ewigkeiten gaben die Leute in Goldau diesem Phänomen den Namen Rigipeter. Und noch bis vor wenigen Jahren war es Brauch, dass die Kinder erst dann ihre langen, kratzigen Wollunterhosen ausziehen und endlich wieder Kniesocken tragen durften, wenn der Rigipeter am Berg zu sehen war. Aber um die Wahrheit zu sagen, der Name ist falsch. Der Steinmensch heißt eigentlich gar nicht Peter. Hinter all dem steckt eine wunderliche Geschichte, die sich vor langer Zeit zugetragen hat. Und heute sollt ihr, liebe Goldauer Kinder, das Geheimnis des falschen Rigi Peters erfahren. Und wie er eigentlich richtig heißt. Es war einmal vor vielen Jahren, lange bevor der Berg in das Dorf stürzte, eine junge Frau. Sie hieß Magdalena, wohnte in Goldau und war so wunderschön, dass alle Burschen in der Region verrückt nach ihr waren. In dem Jahr, als sie 22 wurde, beschloss Magdalena, einen Mann zum Heiraten auszuwählen. Doch wie so viele Menschen, die mit großer Schönheit gesegnet sind, war Magdalena hochnäsig und wählerisch. Nur der allerbeste Mann sollte ihr Bräutigam werden. Und nur einer aus Goldau. Aus den umliegenden Dörfern kam kein Bursche in Frage. Jene nördlich von Goldau waren ihr zu artig und darum langweilig. Die aus dem Osten hatten ihr, wie der Dorfname schon sagt, nur Steiniges zu bieten. Und die Lauerter, ach, das waren sowieso nur lauere Kerle. Übers Jahr prüfte Magdalena sämtliche Goldauer Burschen auf Herz und Nieren und überlegte, welcher für sie der passendste sein könnte. Entscheiden wollte sie sich an ihrem Geburtstag, einen Tag vor Heiligabend, am 23. Dezember. Drei Burschen schafften es schließlich in Magdalenas Heiratsfinale. Sie hießen Thomas, Peter und Rigi. Ein paar Tage vor ihrem Geburtstag versammelte Magdalena die drei Auserwählten bei sich zu Hause. Ihr seid alle gut genug für mich. Darum stelle ich euch jetzt eine Aufgabe. Derjenige, der mir das außergewöhnlichste Liebeszeichen schenkt, wird mein Mann. Meine ewige Liebe. In drei Tagen beim Eindunkeln erwarte ich euer Geschenk. Der 23. Dezember war ein bitterkalter Tag. Die ganze Woche hatte es zünftig geschneit
und es wollte noch immer nicht aufhören. Mittlerweile wusste das ganze Dorf vom Hochzeitswettkampf. Man war gespannt, welcher Bursche die Braut bekommen würde. Ja, es wurden sogar Wetten abgeschlossen. Am Abend der Entscheidung mummten sich die Goldauer Waren ein und stapften zu Magdalenas Haus. Sie wollten sich das Spektakel nicht entgehen lassen. Ein großes Feuer wurde entfacht. Die Menschen brachten Glühwein, Punsch, Lebkuchen und Guetzli mit. Es wurde gelacht und gesungen und der Musikverein Goldau spielte Weihnachtslieder. Aus dem Hochzeitswettbewerb war ein veritables Dorffest geworden. Das erste Liebeszeichen kam von Thomas. Der Bauernsohn hatte aus der mächtigsten Eiche im Wald ein riesiges Herz gesägt. Das befestigte er auf seinem Pferdeschlitten, spannte zwei Schimmel davor und fuhr zum Haus von Magdalena. Das hast du gut gemacht, Thomas. Gefällt mir sehr, sagte die Wunderschöne. Aber jetzt warten wir, was deine Konkurrenten zu bieten haben. Der nächste war Peter. Er wollte sein Liebenszeichen an den Himmel hängen. Aus Seidenpapier hat er viele farbige Heißluftballons gebastelt. Jeder so groß wie ein Kleiderschrank. Als die Abenddämmerung einsetzte, befeuerte Peter die hauchfeinen Gebilde. Und diese stiegen in den Himmel auf. Doch ausgerechnet in dem Moment hockte eine besonders fette Schneewolke über Goldau und schüttelte ihre Ladung aus. Flocken, so groß und wattig wie zerpflückte Panettonekuchen, wirbelten vom Himmel und verschluckten die Ballons. Der arme Peter war den Tränen nahe. Magdalena konnte sein Liebeszeichen nicht sehen. Er hatte verloren. Einer seiner beiden Mitstreiter würde nun die Braut bekommen. Jetzt war Richi an der Reihe. Trotz Schneetreiben und Lawinen stieg er auf die Rigi. Am Rücken drei schwere Rucksäcke voller Pechfackeln. In der Nordwand steckte er die Fackeln so in den Schnee, dass die Umrisse eines riesigen Menschen entstanden und daneben noch den ersten Buchstaben seines Namens, ein R. So wüsste Magdalena, dass er, Richi, ihr dieses flammende Liebeszeichen schickte. Dummerweise hatte er zu wenig Fackeln eingepackt. Der letzte, der schräge Strich beim R fehlte. Ja, nun, nicht so schlimm. Er wartete, bis eine plötzlich aufgetauchte Schneewolke sich geleert hatte. Dann zündete er die Pechfackeln an. War das ein Ah, Oh und Wow in Goldau unten, als die Menschen die Lichtbotschaft an der Rigi erkannten. Oh, wie herrlich, rief Magdalena, bekam rote Backen und klatschte in die Hände. Das ist das allerschönste Liebeszeichen. Er hat gewonnen. Ist das ein P? Also ist das Peter? Ihn werde ich heiraten. Und so kam es dann auch. Im Sommer wurde Hochzeit gefeiert. Natürlich fragte sich Peter die ganze Zeit über, warum er trotz Ballonniederlage dennoch von Magdalena zum Sieger erklärt worden war. Und Richi? Ein einziges fehlendes Strichlein beim R hatte ihm den Sieg gekostet. Natürlich erklärte er sein Missgeschick, aber keiner in Goldau wollte ihm glauben. Und so verließ ein todtrauriger Richi das Dorf und die Schweiz. Er nahm das Segelschiff über den Ozean und wanderte nach Amerika aus. Dort hatte er ein gutes Leben und wurde mit seiner Fackelfabrik so reich, dass die Amis ihn Richie Rich nannten.
Er erfuhr auch nie, was seinetwegen an der Rigi fortan jeden Frühling geschah. Das heiße, flüssige Pech seiner Fackeln war im Boden versickert und hatte sich dort für alle Ewigkeiten festgesetzt. Sobald im Frühling die Sonne darauf scheint, erwärmen sich jene Stellen schneller als die umliegenden. Der Schnee an der Stelle taut weg und es erscheint ein Mensch und ein P. Eben der Rigi Peter, wie die Goldauer meinen. Aber ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, kennt jetzt die wahre Geschichte und wer wirklich hinter dem Geheimnis steckt. Der Rigi Richi. Merry, Merry Christmas! And a Happy New Year! Genießt die Feiertage! Und die besinnlichen Festtage. Mit vielen schönen Momenten. Und vielen schönen Geschenken. Und vielen feinen Gutslis. Und einem leckeren Weihnachtsessen. Wir wünschen euch schöne Wintertage. Mit viel Spaß und noch mehr Schnee. Ein paar Tage Ruhe. Zeit zum Spazieren und die Gedanken schweifen lassen. Zeit für sich, für die Familie, für Freunde. Zeit, um Kraft zu sammeln für das neue Jahr. Ein Jahr ohne Angst und große Sorgen. Mit so viel Erfolg, wie es braucht, um zufrieden zu sein. Und nur so viel Stress, wie man verträgt, um gesund zu bleiben. Mit so wenig Ärger wie möglich. Um 365 Tage lang glücklich zu sein. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund und genießt eure wohlverdienten Ferien. Ja, hallo, dachte er. Jetzt war ich hier an der Reihe. So wusste Magdalena, dass er, Richi, ihr dieses flammende Liebeszeichen schickte. Das heiße, flüssige Pech seiner Fackeln hatte sich im Boden versickert. Nein, wahr. Mit viel Spaß. Dummerweise hatte er zu wenig Fackeln eingepackt. Der letzte, der Schrägstrich beim E. Sie hieß Magdalena und war so... Nein, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Upsi. Super. Komm, wir machen noch einen. Ja, also. Jetzt können wir es auswählen. Ja. Um 365 Tage. So wüsste Magdalena, dass er, Richi... Das war gut. Das war fast am besten. Ja.